Supta Parishva Padangushtasana. Die liegende Großzehenstellung zur Seite. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition Shavasana, die Entspannungshaltung. Von hier hebe das linke Bein hoch und fasse mit Daumen und Zeige und Mittelfinger um die Großzehe herum. Padangushta ist die Großzehe. Und dann strecke das Bein aus und gib das Bein zur Seite so weit wie du kannst. Halte dabei den Kopf in der Mitte und halte auch den Arm wie bisher. Als kleine Variation gibt es, dass du dann den rechten Arm nach rechts ausstreckst und auch mit dem Kopf nach rechts schaust. Das ist also auch eine drehende Variation von Supta Parishva Padangushtasana. Könntest du auch nennen Pravritti Supta Parishva Padangushtasana. Vishnu Prema zeigt noch die andere Seite. Dieses Asana hilft, die vorwärtsbeugende Flexibilität zu entwickeln. Ist eine gute Asana auch für die seitliche Hüftflexibilität und für eine sanfte Drehung in der Hüfte und zum Teil auch im Rücken. Wenn du mehr wissen willst zu diesem und anderen Asanas, dann geh auf wiki.yoga-vidya.de und dort kannst du insbesondere im Vorwärtsbeugenzyklus noch viele Variationen finden.